So, herzlich willkommen zum 10. Let's Play von Uncharted 4 und hier sind wir zuletzt stehen geblieben bei den Reichen, ja. Und jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben ja letztens schon geguckt, wo wir hin müssen. Wir müssen ja jetzt zu diesen neuen Typen hier hin. Auf der Seite war der, ja. Was machst du? Jo, dann. Überdenken. Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Kuhs. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Ja, wenn es haarig wird, dann musst du deren Bart wachsen lassen. Dann wird es den haarig dann. Ne? Ohne Bart, weiß nicht. Du hier verschüttet dein Essen hier nicht. Ja, nicht so drängeln hier. Immer diese Angestellten, wenn die drängeln, ja. Was hast du denn überhaupt hier? Ah, Sushi und so hat die. Okay, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen. So, und wer weiß noch, das hat man früher 4K Blu-ray-Sammlung genannt. Hier sind haufenweise Streifen. Das ist ja das Internet, weil man ja da die Seiten hat. Ja. Das war früher das Internet. Also wenn das Erholung sein soll, ja, dann fühle ich mich aber wie im Altersheim hier. Wo sind hier die Spielkonsole und alles? Die Xbox One X und wie das alles heißt. Aber die PlayStation 4 ist nicht da. Ja. Hauptsache sich besaufen, das sind die richtigen hier. Was machst du hier? Jo! Guck dir den angestellten Typen an, ey. Da. Ja. Ey, der lässt sich ja mal wirklich gut gehen, ja. Der passt auf den Kamin auf. Ja, von wem kommt der die ganze Zeit macht? Der macht eine Raucherpause mitten in der Villa. Ja. Also der wird seinen Job nicht lange haben. Der hält den Kamin fest, damit er nicht auseinanderfällt. Na klar. Das geile Internet wieder. Jetzt runter, mal gucken, was man noch so Das ist sieht. mal Marmor hier. Ich würde gerne mal von dem blauen Stein ein paar mitnehmen. Ja. Weil die Finger sind wieso nicht angewachsen, deswegen ja. Ja, die blauen Steine sehen schon geil aus. Haut schon hin. Das lesefaul. Jo. Ja, das Jo, und heute so nicht. gibt's Handys. Heute nicht, später. Ja, und so gibt's ein Handy, also. Genau. Ich mein fettes Flaggschiff, das Nokia 3310 aus der Tasche packe, dann könnt ihr wieso einstecken. Mit eingebauten 8K-Beamer und so drin. Mann, macht mal aus dem Weg hier. Viel zu viele Leute. Viel zu viel. Boah. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. In der Eiskultur, die schmilzt doch. Merkst du was? Die Frauen sind fast alle älter. Oh, guck mal den Typen hier an. Guck mal, wie der sich ablenken lässt. Ja. Ist hier im Beruf und guck nicht die ganzen Ladies nur an. Hier. Jo. Vier Hochtöner. Ne, da. Hä? Ist das ein Mitteltöner? Soll das da unten rechts sein? Auf jeden Fall ist das ein Breitbänder. Ja. Genau, ein Chromgriff ran da. Holala. Chromgriffe sind da dran an die. Voll Such mal den hochwertig. DJ. Es ist Musikinspizierung und wer, ich sehe da eine einzige JUTOG MP3. Dann fliegt der DJ sonst wohin. Mindestens Schallplattenqualität, wie ich sehe. Und nicht komprimiert oder so. CD ist auch schon zu wenig für solche Prominenz hier. Und die Sticks werden ebenfalls kontrolliert. Ja, ob da wirklich ein MP3 von dort ist. Ja. Entschuldigung. Auch in der C-Datei hier. Ein Bärtiger mit Dings Ja, Kelch und cool. Weintrauben. Cool gemacht mit den mit dieser Eiskultur da. Die haben wir keinen DJ hier. Nee, die Musik wird von irgendwo von Aber woanders fällt dir was auf? abgespielt. Die Boxen sind wieder unsymmetrisch. Ja, schau dann gleich. Ja. Stimmt. Ja, für sowas ist das wohl nicht so wichtig. Verschlossen. Boah, ich tritt gleich die Tür ein. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf?
Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, na klar. Ja, deine Karte kannst du mir mal gleich mal geben. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten? Ja, ich habe lange Finger bekommen langsam. Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Mal gucken, ob der noch was in der Tasche hat. La 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 la. Das merkt doch keiner, oder? Na klar, geht's auf die harte Tour los. Gucken, wo der Typ überhaupt ist. Er war eben da hinten hinterher. Kannst du mal entscheiden, wo du hinläufst? Er sucht ihn ja jetzt an, dann. Ja. Überhaupt beim Laufen, dann das Weinglas da in dem Sektglas, was da ist, genau. Der will seine Finger erstmal wohl warm machen. Genau. Man drängelt mal hier nicht so. Die Finger werden erstmal aufgeheizt. Hey, der Typ. Dann geh mal ruhig ein bisschen ab. Mir kribbelt das so richtig in der Hände. Ja, natürlich darfst du wieder um den Tisch laufen, oder? Ja, du musst um den Tisch rumrum, das wird so nix. Dass die Ladies sich so breit machen müssen. Die sind alle stockdünn. Ja, immer. Jetzt kannst du lange Finger machen. Na, und zack. La la la, ist nichts gewesen. La la la. Jujujujuj. Jetzt kommst du bei der Tür ran. Außenweg, hier ist ein dringender Notfall. Also ich dachte, das Blaulicht nicht. Mann, ey, immer diese Raucher hier. Habt ihr keine Raucherinseln oder so was? Nee, gerade nicht. Okay. Haben sie nicht. Na gut. Was ist denn das für ein Bodyguard hier? Achso, der gehört ja zu uns. Genau, der gehört zu uns. Der andere Typ. Ah ja, Heatsets. Bodyguards-Heatsets sind das. Genau. Wird schon schief gehen. Die Version ultra klein. Ja, fällt doch nicht auf. Genau. Ja, ist der Havanna überhaupt echt? Hier, der sieht gut aus. Oh ja, der haut hin. Der hat schon was. Hände hoch. Na klar. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nein. Der hat ihn gerade gesehen. Geht aber, die hat ein bisschen was an der Arme dran. Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Warum wollte er ihre Anzüge jetzt ausziehen? Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los.
So, dann würde ich erstmal sagen, dass es erstmal mit dem Video erstmal war. Wir haben nämlich eben gerade eine Meldung bekommen, dass angeblich die Festplatte gleich voll sein soll. Und deswegen sage ich erstmal bis zum nächsten Mal Let's Play und tschüss. Ja, sehen uns. Bis dann.